das Leben ist nicht mehr lebenswert. Das ist nicht mehr lebenswert. Nicht für den Preis. Und mir geht es ja darum, wenn das alles noch schlimmer wird. Eine Organversagen habe ich schon. Wenn jetzt der zweite noch dazukommt, dann wird das noch mal problematischer. Ja? Und das ist krass, ja. Da muss ich die Notbremse ziehen. Harald Meyer hat MS, Multiple Sklerose. Seit einigen Jahren kann er nur noch seinen Kopf bewegen. Bevor er vollkommen gelähmt ist und keine Luft mehr bekommt, möchte er seinem Leben ein Ende setzen. Den Zeitpunkt will er selbst bestimmen. Heute erfüllt sich Harald einen lang gehegten Traum. Im Ballon die Welt von oben betrachten. Schwerelos. Gut, jetzt mehr Riesenkorb, sehe ich. Ja, toll. Das geht mal richtig gut, auch das gefällt mir. So, guck, wie man da steht. Harald hat seine Nichte Sophia gefragt, ob sie mit ihm fährt. Für alles braucht er Hilfe. Für einen selbstbestimmten Tod auch. Der 51-Jährige will ein bestimmtes Medikament dafür, aber das bekommt er nicht, weil es in Deutschland für den Suizid verboten ist. Ja, dann wirf den Harald rein. Die Schmerzen und Krämpfe, wenn die dann überhand nehmen im Körper, das will man am liebsten aufgeben. Und am liebsten gleich. Harald Meyer hat sogar die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Das todbringende Medikament ist in anderen Ländern für die sogenannte Sterbehilfe zugelassen. Ein Gesetz, das die Sterbehilfe in Deutschland regelt, gibt es nicht mehr. Wer aber steht Menschen wie Harald bei, die selbstbestimmt aus dem Leben gehen wollen? Ist eine Regelung notwendig? Und wie müsste die aussehen? Auch Natalia Jackson will die freie Wahl haben, wann sie ihr Leben beendet. Durch ALS, eine Erkrankung des Nervensystems, werden alle Muskeln erlahmen. Jeden Tag kämpft sie dagegen an, auch mit Gymnastik. Es gibt keine Medizin. Irgendwann wird sie nicht mehr sprechen können. Den Zeitpunkt ihres Todes hat sie klar vor Augen. Wenn ich nicht mehr selber gehen kann, wenn also dieses zweite, linke, noch gesunde Bein, wenn das versagt, ich werde auch nicht mehr die Treppe runterkommen. Ich wohne im dritten Stock. Das ist für mich das Ende, das möchte ich nicht ertragen. Natalia plant ihren Tod. Die Urne hat sie schon gekauft. Außerdem hortet sie Medikamente, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, Schlaftabletten. Weil sie nicht weiß, wie sie sie einnehmen muss, sucht sie nach einem Arzt oder einer Ärztin, die ihr beim Sterben helfen. Sie wird von einem Palliativteam der Uniklinik Köln versorgt. Das ist am Montag vor einer Woche. Da war ich mit einer Ärztin, die das nicht gut fand. Die mir ganz klar sagte, ich werde da keine Unterstützung erfahren. Und ich hatte so das Gefühl, sie macht mich auch so ein bisschen bange, so wie man das bei Kindern macht, indem sie sagte, ich habe schon viele erlebt, die haben auch eine hohe Dosis Morphium und Schlaftabletten genommen oder sind am Erbrochenen fast erstickt, aber eben nur fast. Wollen sie das wirklich? Was für eine Frage. Natürlich will ich das wirklich nicht. Es war abweisend, Grenze aufzeigen. Danach ging es mir schlecht. Ja, da habe ich viel geweint, muss ich sagen. Aber ich weiß, es gibt Ärzte, die das auch anders sehen und helfen. Nur ich weiß nicht, wie ich an einen entsprechenden Arzt oder Ärztin kommen kann. Viele Jahre durften Ärztinnen und Ärzte keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.
So stand es in der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer. Zusätzlich stand die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe. Doch im Februar 2020 stärkte das Bundesverfassungsgericht das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Damit wurde der Strafparagraf 217 gekippt. Hilfe zum Suizid ist nun erlaubt, wenn der Sterbewillige frei verantwortlich ist, also nicht depressiv ist oder von außen unter Druck gesetzt wird. Er muss das Mittel selber einnehmen. Jeder darf dabei helfen, auch Ärzte und Sterbehilfevereine. Verboten ist nach wie vor die aktive Sterbehilfe, das sogenannte Töten auf Verlangen. Wenn einem Patienten auf dessen Wunsch hin zum Beispiel eine tödliche Überdosis eines Schmerz- oder Narkosemittels gespritzt wird. Dieses Verbot ist der Auffassung der Richter verfassungswidrig, weil Harald Mayer verfolgt damals das Urteil am Fernseher. Sich das Leben zu nehmen? Für mich heißt das erstmal, dass auf jeden Fall die Möglichkeit für mich besteht, hier in Deutschland irgendwann meinen Sterbehilfewunsch durchzuziehen. Das ist wahnsinnige Erleichterung. Total. Mit dem Urteil ist es aber noch nicht getan. Vieles ist seitdem ungeregelt. Zum Beispiel, welches Mittel dafür zugelassen wird, wer es verordnen und wer es bezahlen soll. Parlament und Gesetzgeber müssen nun Regelungen finden. Ein Jahr später ist Haralds Euphorie verflogen. Beide Ellenbogen nach Hause. Seine Schwester Gabi ist zu Besuch. Fester, die sind total weg. Hast du da Tropfen schon genommen? Ja, die werden jetzt völlig, die könnte man gerade nehmen, du. Okay. Assistent Holger kennt sich aus. Er ist einer von 7 Assistenten, die sich rund um die Uhr um Harald kümmern und auch seine Geschichte kennen. Mit 16 Jahren ging Harald zur Freiwilligen Feuerwehr. Dann erfüllte er sich seinen Traum, wurde hauptberuflich Feuerwehrmann. Er brachte sich selber das Gitarrespielen bei, machte Rockmusik in einer Band. Mit 27 Jahren bekam Harald die Diagnose MS. 2005 konnte er noch gehen. 10 Jahre später sitzt er im Rollstuhl. Die Autoimmunerkrankung setzt ihm so zu, dass sich der Wunsch verfestigt, seinem Leben ein Ende zu bereiten, wenn er es will. Seit dem Urteil in Karlsruhe wartet er darauf, ob der assistierte Suizid in Deutschland geregelt wird. Alexa, Stehlampe an. Okay. PC an mit Harmony. Okay. Ein Jahr nach dem Urteil debattieren Politiker im Bundestag über Sterbehilfe. Eine Arbeitsgruppe plädiert für einen neuen Strafparagraphen. Ich halte es daher für richtig, die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung grundsätzlich unter Strafe zu belassen, so wie der Bundestag es schon im Jahr 2015 beschlossen hatte. Das kann es ja nicht sein. Das hat der Bundesverfassungsgericht, hat das ja klipp und klar in seinem Urteil gesagt, jeder hat das Recht dazu und nicht noch immer wieder Rückschritt machen in die Steinzeit. Das geht nicht. Doch Ansgar Heveling will die Hürden für den assistierten Suizid wieder erhöhen. Er befürchtet, dass Alte und Kranke unter Druck gesetzt werden könnten. Da steht der ethische Gedanke hinter, dass es eben wirklich klar sein muss, dass es um eine eigenverantwortliche Entscheidung geht. Also nicht darum, unter Zwang oder dahin geführt zu werden, dass man meint, diese Entscheidung treffen zu müssen. Darum geht es, das ist letztlich das Schutzgut, die autonome Entscheidung des Einzelnen. Der schwerkranke Harald hat sich bereits entschieden. Bevor alle Muskeln versagen, will er mit einem Strohhalm ein tödliches Medikament trinken. Dafür will er das Betäubungsmittel Natrium Pentobarbital, doch er bekommt es nicht.
Natriumpentobarbital wird seit Jahrzehnten in der Schweiz, Belgien und in den Niederlanden von Ärzten und Sterbehilfevereinen genutzt. Es wird favorisiert, weil der Tod schnell eintritt und Komplikationen gering sind. In Oregon wurde die tödliche Wirkung von Betäubungsmitteln untersucht. Die meisten werden intravenös verabreicht. Natriumpentobarbital kann man ohne fremde Hilfe trinken. Es gibt ganz viele Medikamente, mit denen Sie letztlich einen Suizid begehen können. Wenn Sie sich in Oregon die Liste anschauen, die verwendet wird, ich glaube, da kommen 20 verschiedene Substanzen, werden da genannt. Die, die damit Erfahrung haben, sagen, Natriumpentobarbital ist eine sehr gute, wohl verhältnismäßig sanfte Möglichkeit, den Tod herbeizuführen. Aber sie ist auch nicht komplikationslos. Es ist allerdings sicherer, als einen Medikamentencocktail einzunehmen, wie Natalia es plant. Doch in Deutschland darf Natriumpentobarbital nur für eine Therapie, aber nicht zum Suizid verordnet werden. Das Mittel, was ja nun garantiert wirkt, muss ja von der Bundesbehörde für Medizin genehmigt werden. Das wird im Moment nicht genehmigt. Ich weiß, dass ich das nicht bekomme. Und dann habe ich gesagt, gut, wie mache ich das? Also nehme ich Schlaftabletten. Ja, was für ein Präparat? Wie viel? Die Dosis macht das Gift. Ist mir unbekannt. Ich bin keine Ärztin. Eine Ärztin oder einen Arzt hat sie auch noch nicht gefunden. Harald Meyer ist schon einige Jahre damit beschäftigt, wie er sein Leben beenden kann. Sein Antrag auf Herausgabe von Natriumpentobarbital beim Bundesinstitut für Arzneimittel wurde 2018 abgewiesen. Robert Rossbruch ist sein Anwalt. Insgesamt haben 225 Schwerstkranke Anträge auf Herausgabe des Mittels gestellt. Keiner wurde bewilligt. Harald und sein Anwalt reichten Klage ein. Erfolglos. Das ist jetzt 3 Jahre her. Harald lebt immer noch. Mhm. Ja, für mich ist es, ich finde es toll, dass er noch lebt. Ja, ich meine, schlecht ist es ja nicht. Das will ich ja nicht sagen. Nur wenn das so krass wird, wie die Prognose, die ich habe, dann sieht das wieder anders aus. Ja. Da gibt's noch was ich mit ihr besprechen muss. Und das ist wichtig. Es geht sich darum, du weißt ja, die Mama hat jetzt Geburtstag. Ist 81 Jahre. Und ich will der Mama das nicht antun, dass die sieht, dass ich vor ihr gehen muss. Mhm. Das ist das, was ich mit dir besprechen wollte. Finde ich cool. Weil das ist so der Ansporn, den ich auf jeden Fall auch habe. Mhm. Dann hoffe ich, dass du noch mindestens 10 Jahre lebst. Ja. Doch wie viel Zeit bleibt ihm noch, bevor Atemnot und Schluckbeschwerden verhindern, dass er ein Betäubungsmittel selbstständig trinken könnte? Nach der verlorenen Klage auf das Mittel legt sein Anwalt Berufung ein. Jetzt warten sie auf einen neuen Verhandlungstermin. Auch mit einem Sterbehilfegesetz geht es nicht weiter. Im September 2021 ist Bundestagswahl und vorher packt das Thema keiner mehr an. Natalia Jackson hat Angst. Sie glaubt, dass ihr nur noch 2 oder 3 Monate bleiben, bis ihre Beine versagen. An dem Tag, wo ich dann beschließe, jetzt trete ich meine große Reise an, da werde ich bestimmt auch sehr traurig sein. Da fürchte ich mich, das weiß ich, das spüre ich, aber ich werde diese Furcht überwinden. Natalias Partner Andi wohnt im Münsterland. Alle 14 Tage kommt er sie besuchen. Seit fast 12 Jahren sind sie, mit Unterbrechung, ein Paar. Mit ihm ist sie als DJ-Team über die Dörfer gezogen, bei Hochzeiten und Geburtstagen. Seit einem halben Jahr ist nichts mehr so, wie es war. Wenn diese beiden Einschränkungen kommen, dass er also nicht mehr laufen kann und nicht mehr richtig reden kann, dann ist für sie die Grenze erreicht.
Der Gedanke alleine, dass sie diesen Schritt ergreifen will, der ist schon erschreckend und belastet einen natürlich jederzeit. Nachdem Natalia auf der Straße gestürzt ist, braucht sie jetzt für längere Strecken einen Rollstuhl. Sehr schwierig zu sagen, hör mal, es gibt auch noch ein Leben im Rollstuhl. Es gibt ja auch sehr viele Sachen, Musik hören, lecker essen, aber das lässt sie nicht an sich ran. Das ist irgendwie wie ein Tabuthema. So dieses Laufen und Tanzen, wenn das nicht mehr da ist, ist für mich Sünde. Das ist wie so ein Gesetz. Natalia war immer in Bewegung. Reisen, Motorradfahren, Reiten, Bauchtanz und Musik. Das war ihr Leben. Und ganz wichtig, die Sprache. Schon mit 24 Jahren wurde sie Leiterin eines Kindergartens. Seit Wochen sammelt Natalia Informationen. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 2020 dürfen Vereine wieder Sterbehilfe anbieten. Wäre das eine Option für sie? Statt allein einen Medikamentenmix zu sich zu nehmen? Die Patientenschutzorganisation Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben hat eine Telefonhotline. Dort will sich Natalia erkundigen. Setz du dich da mal kurz hin. Hast du denn die Telefonnummer? Ja, habe ich. Schlusspunktberatung, guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist Natalia Jaksen aus Köln. Ich spreche mit der Beratung, ja? Genau. Super. Natalia will wissen, wie ein assistierter Suizid abläuft. Das läuft dann so ab. Im Moment ist es so, dass diese mit Eupental durchgeführt wird, also als Infusion. Das ist ein Mittel aus der Anästhesie, weil das Mittel in der Schweiz, das Natriumpentobarbital, was man oral und als Infusion geben kann, das steht uns leider, ich sage das jetzt mal, noch nicht zur Verfügung. Wir hoffen aber sehr, dass das Betäubungsmittelgesetz noch verändert wird. Noch eine Frage, die finale Begleitung, kostet die extra? Ja, die kostet jetzt 5.000 Euro. 5.000 Euro, das ist sehr viel Geld. Ja, das ist richtig. Es ist eine professionelle Dienstleistung, die angeboten wird von Freitodbegleitern, die eine entsprechende Expertise haben, insbesondere Mediziner. Also eine Leistung, die in Anspruch genommen wird und die professionell sein soll, die kostet auch Geld. Robert Rossbruch ist nicht nur Anwalt, sondern hält als Präsident der DGHS regelmäßig Vorträge. Die Organisation vermittelt Ärzte und Juristen, die beim Sterben helfen. In den letzten 2 Jahren haben 180 Menschen einen Antrag auf Begleitung beim Suizid gestellt. 38 sind mit Hilfe der DGHS aus dem Leben geschieden. Ich weiß, dass jetzt einige unter Ihnen da sind, die sagen, warum, was soll der ganze Quatsch? Ja? Schickt mir eine Pille mit der Post und dann hat sich alles. Dem ist aber nicht so, und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Es geht uns darum, die Freitodhelfer, die mit uns zusammenarbeiten, rechtlich sicher agieren zu lassen. Um sicherzustellen, dass der Sterbewillige auch wirklich frei verantwortlich handelt, prüfen nach dem Vier-Augen-Prinzip ein Arzt und ein Jurist die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit des Sterbewilligen und klären ihn über Alternativen auf. Bei dem vereinbarten Termin legt ein Arzt die Kanüle. Damit das überdosierte Narkosemittel in die Vene laufen kann, muss der Sterbewillige das Rädchen selber aufdrehen. Nach ungefähr einer Minute schläft er ein und circa 5 Minuten später folgt der Herzstillstand. Harald Meyer wird am Ende nicht genug Kraft haben, ein Infusionsrädchen mit dem Mund selber aufzudrehen. Er braucht ein Mittel, das er mit einem Strohhalm trinken kann. Darum ist es so wichtig, dass wir nach wie vor, und wir sind froh, dass Harald Meyer noch dabei ist und sich so weit engagiert, mit ihm als Kläger vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen jetzt weiter klagen auf Herausgabe des Natriumpentobarbitals.
Damit er ans Ziel kommt, müsste das Betäubungsmittelgesetz geändert werden. Das wäre sogar möglich, wenn sich der Gesetzentwurf einer anderen, liberaleren Gruppe von Abgeordneten durchsetzt. Ich finde, wir können als Bundesrepublik Deutschland nicht ehrlich sagen, auf der einen Seite, wir haben ein grundgesetzlich verbürgtes Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Auf der anderen Seite stellen wir den Menschen aber nicht das schonendste Medikament dafür zur Verfügung, wenn sie selbstbestimmt gehen möchten. Diese Arbeitsgruppe will, dass Hilfe zum Suizid grundsätzlich straffrei bleibt und der Zugang zu tödlichen Medikamenten erleichtert wird. Die Abgeordneten wollen keine neuen Strafparagraphen, aber eine Beratungspflicht. Der freie Wille ist ja sowieso schon geprüft worden bei mir. Ich bin ja vom Psychologen schon untersucht worden. Also check, fertig, ist erledigt. Es ist Hilfe. Ob liberal oder restriktiv, alle Gesetzentwürfe haben eins gemeinsam. Sie wollen als Voraussetzung für den assistierten Suizid eine verpflichtende Beratung, um zu verhindern, dass jemand zur Selbsttötung gedrängt wird. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und ich kann für mich entscheiden, wenn ich sterben möchte. Und das wird so in diesem Gesetz nicht herauskristallisiert werden. Nee, ist mir zu viel Reglementierung. Ganz herzlichen Dank. Es gibt auch noch die Regeln für Ärzte. Anfang Mai 2021 schaut Natalia Jaksen die Online-Konferenz des Deutschen Ärztetages. Noch immer heißt es in der Musterberufsordnung, sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Seit dem Urteil aus Karlsruhe ist das nicht mehr verfassungskonform. Wir müssen das Verfassungsgericht respektieren. Auch ich möchte das Recht für mich vorbehalten, selber aus dem Leben zu scheiden. Wir müssen feststellen, dass Suizidassistenz grundsätzlich keine ärztliche Tätigkeit ist. Dort geht hervor, dass Ärztinnen und Ärzte im Beratungsprozess nicht entscheidende Ansprechpartner sein können. Da ist meine Frage, wer soll es denn sonst sein? Unsere Aufgabe ist, Leben zu schützen und zu erhalten und Menschen zu heilen. Und ich bitte Sie, jetzt dazu abzustimmen. Wir Ärztinnen und Ärzte haben im rein therapeutischen Kontext da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber Suizidassistenz ist ja in dem Sinn keine Therapie. Ja? Wir haben kein Therapieziel, dass ein Mensch tot ist. Von daher ist Suizidassistenz an sich keine ärztliche Aufgabe. Wir bräuchten dann klare Formen von Fort- und Weiterbildung, von Qualifikationen und so weiter. Und da gibt es natürlich auch bei vielen Ärztinnen und Ärzten auch große Widerstände. Auch Natalias Ärzteteam hat abweisend reagiert, als sie nach Hilfe beim Suizid fragte. Das hält Natalia nicht davon ab, mit ihren Freunden ein letztes Fest zu feiern. Der Pfarrer stellt seine Kirche zur Verfügung. Es soll ein Gottesdienst mit Konzert werden. Das ist schon eine Art Abschied von diesem unbeschwerten, fröhlichen Leben mit Live-Musik und Menschen, die ich eben sehr schätze. Ja, für mich ist das eine Art Abschied. Suche ich den Weg zu meiner Mörder. Pfizer, Krieger, wie komm ich da denn hin? Oh, baby. Also ich fühle mich richtig leicht, jetzt nach dem Segen. Nach dem Weinen. Also das Weinen musste raus, ganz bestimmt. Aber nach dem Segen war alles gut. Ja, alles in Ordnung. Jetzt habe ich Durst. Natalia weiß immer noch nicht, wie sie an ein mit Sicherheit todbringendes Medikament kommt. Sie sucht weiter nach einem Arzt oder einer Ärztin. Ein Sterbehilfeverein kommt für sie nicht in Frage. Natalia, es gibt Superdach. Guck dir das an. Gut. Der Deutsche Ärztetag hat das Verbot. Ja, ich hab's gehört. Ja, ich hab's schon gelesen und war ganz happy. Hast du den Kopf?
Die Entscheidung des Deutschen Ärztetages ist gefallen. Der Satz, Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, wurde gestrichen. Für Natalia ein Hoffnungsschimmer. Morgen. Na, wie war deine Nacht? Ja, war ganz geruhsam heute. Bist du bereit, dass wir starten? Ja. Okay. Okay. Jeden Morgen wird Harald Meyer von einem der 7 Assistenten aus dem Bett geholt, gewaschen, angezogen, in den Rollstuhl gesetzt. Dass ich das Inventar nicht wegreiße. Seit 9 Monaten arbeitet Vanessa bei ihm, jeweils 24 Stunden am Stück. So. Wie ist denn das Wetter, Vanessa? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Ja. 14 Grad. Dann gib mir die Decke wieder, ich bleib im Bett. Sag mal. Vanessa sorgt dafür, dass Harald rauskommt, sich nicht verkriecht, nicht nur am Computer sitzt oder vor dem Fernseher. Und dass er lachen kann, trotz allem. Aber wir hatten Regenschirm dabei. Aber Harald leidet auch unter vielen Tiefs, ist oft verzweifelt. Ich würde sagen, ich würde es eher als ein Down bezeichnen, tief. Nicht, dass du irgendwie böse bist, sondern einfach, man merkt dann, es ist einfach nicht so dein Tag. Ja, gibt's auch, ja. Ja, das merke ich am meisten, wenn da kein dummer Spruch rauskommt. Vorsichtig hängen unten im Kabel. Am C. Und rüber. Vanessa versucht, wenn es geht, gute Laune zu verbreiten. Gemeinsam drehen sie jetzt kleine Videos fürs Netz. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Harry, hier zu sehen. Morgen. Und Harry und ich hatten heute noch vor, dass wir nach Kaiserslautern fahren. Wir haben nämlich ziemlich Hunger. Ja. Und wir haben keinen Bock zu kochen. So sieht's aus. Und wir melden uns noch mal später bei euch. Bis dahin, tschüss. Dass Harald irgendwann seinem Leben ein Ende setzen will, ist für Vanessa nicht einfach. So richtig damit abgefunden habe ich mich noch nicht. Ich mag auch nicht gerne darüber reden, wenn es dazu kommt. Aber ich habe irgendwie, meine Lebensaufgabe hier ist, dass er es nicht macht. Ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt für sowas wäre, aber für mich glaube ich nie. Ja. Komm, Adi. Oh, du hast eingekauft, da bin ich aber froh. Eine Menge eingekauft. Alles Öko und alles Bio. Hardy, ein alter Freund, steht Natalia Jackson zur Seite, wann immer sie ihn braucht. Hardy hat alle Vollmachten. Er soll auch die Beerdigung abwickeln. Heute will Natalia zu Costa in ihre Stammkneipe. Und ich möchte die Urne mitnehmen. Nee. Doch, weil der Costa kennt die ja noch nicht. Sobald Natalia nicht mehr alleine die Treppe hochkommt, will sie sterben. So hat sie es Hardy gesagt. Das wird ja immer schlimmer. Und das betrifft ja alle Organe. Und die Sprache und die Gestik und die Hände und die Arme und dann die Beine. Mit dem jetzigen Zustand, da könnte sie mit leben und wir alle. Und die Hoffnungslosigkeit, dass es eben wirklich immer schlimmer geht. Das ist ein Gedanke, da können wir alle nicht mit umgehen. Alle nicht. Schlimm mit dem Regen hier. Bei Costa in ihrer Stammkneipe soll, so Natalias Wunsch, nach ihrer Beerdigung ihre Memorial Feier stattfinden. Mit großem Buffet und Bier. Die Urne mit ihrer Asche soll auf dem Tresen stehen. Das ist meine Urne. Das ist die Göttin Durga, die auf dem Tiger reitet. Das heißt, der Tiger ist symbolisch für Angst. Sie besiegt die Angst, sie reitet auf der Angst. Und wenn ich da drin bin, habe ich auch die Angst besiegt, endgültig. Am Anfang war ich so ein bisschen sprachlos, weil ich wusste gar nicht, wie es einem geschieht. Ich bin ein Grieche, der Grieche ist so ein bisschen chaotisch, lässt alles so auf die lange Bank, ne? Und dann kommt so einer, hat so eine Diagnose und dann plant dann alles auf das, bis aufs letzte Detail.
dann läuft dein Rücken kalt runter. Ja. Wir schaffen das, Gustav. Ich hab da im Moment noch meine Schwierigkeiten. Übrig bleiben immer die anderen. Das Treppensteigen wird immer mehr zur Qual. Natalia hat inzwischen alles organisiert. Ihre Beerdigung, die Abschiedsfeier. Sie hat sich mit alten Freundinnen versöhnt, mit denen sie im Streit auseinandergegangen war. Jetzt rückt die Frage immer näher, wie sie aus dem Leben gehen will. Es ist mir gelungen, die passenden Medikamente zu bekommen. Und auch Beratung, ärztliche Beratung, sogar von zwei Ärztinnen, Ärzten, sodass ich jetzt beruhigt sein kann, dass ich auf Nummer sicher bin. Und da bin ich sehr froh drüber. Das war für mich das Allerwichtigste. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass ich gehen darf. Ich doch ein bisschen weinerlich. Ja, ich habe das Gefühl jetzt, ich darf gehen. Ich muss laufen können. Ich muss das. Und ich muss sprechen können, anders geht es nicht. Wie stelle ich mir meinen letzten Tag vor? Ich werde fasten, ich werde dann 24 Stunden vorher nichts trinken. Ich werde die Medikamente abends einnehmen. Ich werde hier meditativ vor meinem Altar sitzen. Und ja, so wird der letzte Tag sein. Ganz ruhig mit mir selber, ohne Telefon, ohne Radio. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du planst, wer dich hier findet. Ja. Das habe ich geplant, wer mich hier findet. Juni 2021. Natalia ist telefonisch nicht zu erreichen. Hardy, seine Frau und eine Freundin gehen zu ihrer Wohnung, finden einen Zettel an der Tür. Nicht betreten. Die 112 wählen. Der Notarzt kommt und findet Natalia am Boden. Doch sie ist nicht tot, ist sogar ansprechbar, denn sie hat nicht alle Medikamente zu sich genommen, weil sie vorher eingeschlafen ist. Sie wird auf eine Intensivstation gebracht. Ihr Freund Andy findet später den Brief an den Rettungsdienst. Bitte nicht retten. Ich habe mich bereits dorthin gerettet, wo ich sein wollte. Herzlichen Dank dafür, dass Sie meinen letzten Willen respektieren. Ja, hatte ich so noch nicht gesehen. Aber das sagt ja eigentlich alles. Nun ist passiert, was Natalia immer verhindern wollte. Sie kommt ins Krankenhaus. 10 Tage nach dem gescheiterten Suizidversuch kommt eine Nachricht. Habe ihnen gesagt, dass ich morgen mit dem Sterbefasten anfangen werde. Ein verzweifelter Entschluss. Nichts essen, nichts trinken. Bis der Tod eintritt, kann qualvolle Zeit vergehen. Zurück in Ramstein. Ob Harald Meyer das Mittel Natrium Pentobarbital erhält, ist noch nicht entschieden. Zigarettchen ist gedreht. Du kämpfst jetzt seit Jahren um das Mittel Natrium Pentobarbital. Ja. Und wenn du es schon genommen hättest, Das nicht hier, ja, ich weiß. Das ist das, was ich immer meine mit dem Ambivalente, ja. Aber
das Leben ist lebenswert wieder, wenn ich solche Assistenten habe. Mhm. Ja. Nur, wie gesagt, ich würde gerne am Schluss die Kontrolle nicht verlieren wollen, wenn das alles noch schlimmer wird. Ich kann das aber auch verstehen. Ja. Ich verstehe deinen Punkt schon. Ja, deswegen werde ich das weiter verfolgen, ja. Ja. Harald wird weiter prozessieren. Seine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland liegt beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Den Kampf um das todbringende Medikament möchte er noch zu Ende bringen. Durch den Kampf, den ich jetzt hier führen kann, gebe ich dem Leben ja noch einen Sinn. Und das hat mir schon viel geholfen, ja. Das muss ich schon sagen, ja. Da oben über mit dem Ballon da in der Höhe zu schweben, das war einfach super. Und da hat mir die Sorge weggeblasen, ja. Harald hat erfahren, dass seine Klage im Februar 2022 in Münster verhandelt werden soll. Viele Monate nach der ersten Sterbehilfedebatte im Bundestag präsentiert die Gruppe um Ansgar Heveling ihren Gesetzesvorschlag. Wie erwartet, wollen die Abgeordneten auch Sterbehilfevereine wieder kriminalisieren. Mit dem neuen 217 Strafgesetzbuch wollen wir klar zum Ausdruck bringen, dass die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung strafbar bleibt. Die Grundaussage bleibt, dass die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid auch strafbar sein kann. Allerdings gibt es eben jetzt eine ganze Reihe von Rechtfertigungsgründen, also Ausnahmen. Ausnahmen sind, wenn der Sterbewillige zwei psychiatrische Untersuchungen und eine ausführliche Beratung nachweisen kann. Bei Verstoß gegen die Vorschriften sollen Strafen bis zu 3 Jahren Gefängnis drohen. Es werden enorme Hürden aufgebaut, denn die Menschen sind in aller Regel so schwerst krank, dass sie gar nicht mehr zu zwei Psychiatern gehen können und ihr Haus, ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen können. Also müssten die sozusagen zu den Betroffenen gehen. Also ich halte diesen Entwurf nicht nur für verfassungswidrig, sondern auch für völlig unausgegoren. Andi wartet in Nataljas Wohnung. Heute kommt seine Partnerin nach Hause. 3 Wochen nach ihrem gescheiterten Suizidversuch. Natalja braucht ein Pflegebett. Ohne ihren Freunden Bescheid zu geben, hat sie entschieden, dass sie jetzt in ihrer Wohnung sterben will. Wenn es der letzte Wunsch ist, hier die letzten Tage zu verbringen, dann ist es halt so. Erfordert euch das? Ja, sicher, der Gedanke, dass sie hier alleine ist. Ja. Ich meine, der Pflegedienst kommt ja wohl, wie sie sagte, 2-mal am Tag und dann noch ein anderer Dienst. Aber trotzdem ist es kein gutes Gefühl. Für alle nicht. Mittags um 2:30 wird Natalja gebracht. Sie hat beschlossen, ohne fremde Hilfe zu sterben. Oh. Wunderbar. Ja. Oh, danke, Jungs. Ja, bitte schön. Alles Gute wünschen wir Ihnen. Seit 2 Wochen hat sie nichts gegessen und nichts getrunken. Aber Natalja möchte sprechen können. Deshalb sprüht sie regelmäßig ihren Mund mit Wasser aus. Diese geringe Menge an Flüssigkeit zögert ihr Sterben hinaus. Eine Zwickmühle. Ja. So, jetzt kann ich sprechen. Jetzt ist es gut. Ich glaubte, ich hätte alles sauber abgeschlossen mit meinem Suizidversuch am Sonntag. Der einzige Fehler war, dass ich das nicht schnell genug in mich reingeschaufelt habe, dieses Pulver. Oder dass es so schnell gewirkt hat, dass ich darüber eingepennt bin. Erst ein Medikamentencocktail, jetzt Sterbefasten.
Warum gibt es noch keine Möglichkeit, ohne Qual aus dem Leben zu scheiden? Kann das Betäubungsmittelgesetz geändert werden? Ich habe in der letzten Wahlperiode versucht, das schon zu erreichen. Ich versuche es in dieser Wahlperiode wieder. Aber es hängt nicht nur an mir, es hängt nicht nur an den Kollegen, die sich bereits für ein liberales Sterbehilfegesetz einsetzen, sondern an der Mehrheit des Deutschen Bundestages. Es wäre nicht seriös, das zu versprechen und da einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. 4 Tage nach ihrer Heimkehr stürzt Natalia nachts, kommt nicht wieder zurück ins Bett. Sie schläft auf dem Fußboden, wo der Pflegedienst sie am nächsten Morgen findet. Wieder kommt sie ins Krankenhaus. Dort macht sie mit dem Sterbefasten weiter. 38 Tage hat Natalia nichts gegessen, sich aber den Mund ausgesprüht, weil sie sprechen wollte. Nun fällt sie eine Entscheidung. Gestern erst angefangen. Ich wollte ein paar Beeren essen. Natalia beginnt langsam wieder Nahrung zu sich zu nehmen, trinkt Orangensaft und Wasser. Zweieinhalb Wochen später bezieht sie eine kleine Wohnung in einem Altenheim, organisiert sich einen Elektrorollstuhl. Doch sie weiß, ihr Zustand wird sich verschlechtern. Darauf bereitet sie sich vor. 2. Februar 2022. Heute wird entschieden, ob Harald Meyer das Betäubungsmittel Natriumpentobarbital erhält. Er ist mit seinen Assistenten nach Münster gefahren, will die Richterinnen überzeugen. Ein Medienereignis. Warum kommt für Sie eine Sterbehilfeorganisation nicht in Frage, dass Sie es darüber machen? Weil ich einfach unabhängig von den Leuten sein möchte. Ich will die Leute nicht im Boot haben. Ich möchte das privat mit mir ausmachen können. Den letzten Prozess in Köln hatten Harald und sein Anwalt verloren. Das Betäubungsmittel dürfe nur zu therapeutischen Zwecken verwendet werden. Werden die Richterinnen in Münster sich dieser Meinung anschließen? Die Verhandlung beginnt. Kurz darauf bestätigt das Gericht, dass es kein Anrecht auf Natriumpentobarbital gibt und verweist auf andere zugelassene Medikamente. Die Klage von Harald Meyer und damit auch die Anträge von 225 anderen Schwerstkranken wurden abgewiesen. Jetzt sei der Gesetzgeber gefragt, die Suizidhilfe zu regeln, fordert das Gericht. Tut mir leid für dich. Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Hallo Michael, mein Anwalt hatte mich auf so etwas vorbereitet. Ich gebe aber nicht auf, es geht weiter. Wir gehen in Revision. Gruß Harald. Und Natalia? Nach ihrem Umzug ins Altenheim gelingt es ihr, sich das Mittel Natriumpentobarbital zu besorgen. Nach 2 Monaten verschlechtert sich ihr Zustand rasant. Sie zieht ihre Notbremse, stirbt so, wie sie es wollte. Frei verantwortlich und selbstbestimmt.